Es darf absolut kein Licht durchkommen. Egal was. Herzlich willkommen bei selbstklebefunden.com. Mein Name ist Michael Maus. Es darf kein Licht durchkommen. Egal ob bei in der Industrie, bei Displays oder aber auch manchen Fenstern. Wenn kein Licht durchkommen darf oder keins durchkommen soll, dann braucht man eine Blockout-Folie. Was ist eine Blockout-Folie? Eine Blockout-Folie ist aus mehreren Schichten aufgebaut mit einer speziellen Sperrschicht, damit kein Licht durchkommt. Das betrifft sowohl Sonnenlicht als auch LED-Licht und was auch immer. Blockout-Folien werden insofern auf Fenstern aufgebracht, auf Schaufenstern zum Beispiel oder aber in der Industrie an Stellen, wo kein Licht, keine Lampen, was auch immer durchkommen soll. Blockout-Folien gibt es in verschiedenen Variationen. Kleber weiß, Sichtseite schwarz, Kleber weiß oder aber auch in weiß-weiß, also beidseitig weiß. Besonders die beidseitig weiße Folie wird bei uns selber hergestellt und hat eine sogenannte Luftkanaltechnologie zur ganz einfachen Trockenverklebung. Egal, ob es jetzt ein Fenster ist oder auch in irgendwelchen Automaten, im Kleber ist im Prinzip so wie ein Schachbrettmuster an Luftkanälen integriert, sodass man die Folie einfach auflegt, die Luft rausrakelt und das Ganze ist schon fertig. Blockout-Folien braucht man also, um Licht draußen zu halten. Worauf muss ich achten? Wenn Sie jetzt ein Fenster haben, wo im Sommer den ganzen Tag die Sonne komplett prall reinscheint, dann sollten Sie bedenken, dass es bei einer Verklebung in so einem Fenster durchaus zu einem Wärmestau kommen kann. Deswegen ist es unsere Empfehlung, vorher zu prüfen, was hat man für ein Fenster und zu überlegen, verklebe ich von außen oder von innen. Nur als Beispiel, würde man eine mit Kleber schwarze Blockout-Folie innen auf ein Fenster verkleben und die Sonne kommt, hat man einen riesen Wärmestau. Bei Klebeseite weiß zum Beispiel ist der Wärmestau nicht so groß. Aber an dieser Stelle eine ganz klare Empfehlung. Bei ganz krasser, starker UV-Einstrahlung auf einem Fenster verkleben Sie von außen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, machen Sie eine Verklebung von außen. Deswegen können Sie auch schwarz-weiß, weiß-schwarz oder weiß-weiß wählen. Denn dann kommt es nicht zu diesem Wärmestau im Fenster. Daher prüfen Sie bitte zuerst Ihr Projekt, besonders wenn es mit UV-Einstrahlung zu tun hat. Nutzen Sie unseren Musterversand, den finden Sie unten bei uns auf der Website oder aber auch in jedem unserer Artikel oder wenden Sie sich an den Fachhandel, dass Ihnen hier ein Muster geschickt wird und dann prüfen Sie bitte vorerst von mir aus mit Ihrer Handytaschenlampe oder von auch immer, ob Sie auch wirklich eine Blockout-Folie erhalten haben und ob dieser Blockout-Effekt für Sie ausreichend ist. Warum sage ich das? Es gibt Hersteller, die nennen ihre Folien Blockout, sind aber nicht Blockout, sondern man nennt das High-Opak. Ja, bei High-Opaken Folien ist es so, dass das Licht trotzdem noch leicht durchschimmert. Deswegen, um auf Nummer sicher zu gehen, wenn Sie sich irgendwo eine Blockout-Folie kaufen, lassen Sie sich ein Muster kommen, halten Sie es hinten dran. Sollten Sie bei uns bestellen, nutzen Sie auch gerne vorab unseren Musterversand, halten Sie Ihre Handytaschenlampe dran und dann wissen Sie um den Blockout-Effekt. Noch ein Tipp, Blockout-Folien würde ich persönlich immer direkt am Fenster zuschneiden. Wir werden oft gefragt, können Sie das Ganze zuschneiden? Klar können wir auch Blockout-Folien zuschneiden. Aber ist es denn nun so, dass ein Fenster total rechtwinklig ist? Zum Beispiel? Nein, das ist nicht der Fall. Wenn man vorher passgenau zuschneidet und das Ganze ans Fenster einpassen möchte, kann es dazu kommen, dass man kleine Lichtschlitze hat. Daher ist es meine Empfehlung, keinen passgenauen Zuschnitt zu machen bei Blockout-Folien. Sollten Sie dennoch sagen, ich möchte einen Zuschnitt, hier der nächste Tipp. Lassen Sie sich 2-3 cm größer zuschneiden, denn dann haben wir die Möglichkeit, im schwimmenden Verfahren mit der Nassverklebung in der unteren und rechten Seite die Folie zu platzieren, denn dann brauchen wir nur noch zwei Seiten mit dem Cuttermesser schneiden. Was auch funktioniert nachträglich, falls man Lichtschlitze hat, ist übrigens dunkles Silikon. Das heißt, man braucht hier nicht mit Stückelung experimentieren. Blockout-Folien sind permanent,
Normalerweise, wenn Sie wünschen, können wir Ihnen auch Blockportfolien ablösbar und in farbig und was auch immer herstellen. Dies muss dann aber abgestimmt werden. Sollten Sie Fragen zu Klebefolien haben, speziell zu Blockoutfolien, sollten Sie einmal eine verarbeitet haben, schreiben Sie dies bitte hier unten in die Kommentare rein. Und ganz wichtig, da Sie gerade hier sind im Klebefolienkanal, abonnieren Sie diesen Kanal und drücken Sie noch kurz auf die kleine Glocke, denn dann werden Sie jederzeit informiert, wenn ein neues Video von uns am Start ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei selbstklebefolien.com.